Hallo an alle am Bildschirm. Ich bin Ann-Sophie Amler und ich habe die Werf 4.0, Langenfels erstes Coworking Space und Business Center, gegründet. Wir stehen für die Arbeit der Zukunft, weshalb es ganz besonders interessant ist, bei uns ein Praktikum zu machen oder als Gründer zu uns zu kommen. Unter einem Coworking Space versteht man einen Ort, an dem man flexibel und professionell arbeiten kann. Zu uns kommen Gründer, Freelancer, Selbstständige, Privatpersonen und Arbeitnehmer, die an ganz unterschiedlichen Projekten arbeiten. Dadurch entsteht ein Umfeld, bei dem ganz natürlich wertvolle Kontakte und Synergien geknüpft werden können. In unserem Club bündeln wir das noch zusätzlich mit einem Fortbildungsprogramm, Mentoring und Networking-Events. Einen entsprechenden Rahmen bieten wir auch in unserem Business Center, in dem wir Konferenzräume in unterschiedlichen Größen und Looks anbieten, die ebenso mit entsprechender Technik wie beispielsweise unser Werftstudio, in dem ich hier gerade stehe. Insoweit lernt ihr bei uns die moderne Arbeitswelt kennen, denn ihr steckt mittendrin. Während eines Praktikums bei uns am Empfang lernt ihr die Aufgaben des Office Managers in einem Coworking Space kennen. Ein Office Manager ist grundsätzlich diejenige Person, die alle Ebenen im Unternehmen im Blick hat, Vorgesetzte und Mitarbeiter unterstützt und besonders serviceorientiert arbeitet. Unser Praktikum ist deshalb ganz besonders interessant für euch, wenn ihr euch noch nicht für eine genaue Berufsgruppe entschieden habt. Solltet ihr eine Gründungsidee haben, dann sind wir auch der richtige Ansprechpartner für euch. Wir bieten Gründungsunterstützung, eine Geschäftsadresse und flexible Arbeitsplätze für dich und dein Team. Für mehr Informationen findest du uns auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram und YouTube und natürlich kannst du auch Informationen auf unserer Website werft4-0.com finden. Einfach ist natürlich auch direkt persönlich vorbeizukommen. Wir sind direkt gegenüber vom Thom Baumarkt in Langenfeld. Wir freuen uns auf euch.